Hallo, liebes Publikum. Hier ist Oliver Uschmann. Es ist ja nicht möglich, im Wohnzimmer Lesungen aufzunehmen, ohne den Kater Gandhi, der immer mit auf die Kamera will. Deswegen ist er auch heute wieder dabei. Stellt euch vor, ihr macht euch auf den Weg ans Meer, heimlich, ohne es euren Eltern zu sagen und sogar ohne Handy in der Tasche, denn Eltern können Handys ja meistens nachverfolgen. Die Helden dieses Buches Mehr geht nicht machen das, Sam, Bina und Sharif, aber sie machen es nicht jetzt irgendwie aus Trotz, sondern weil sie ihren neuen Schulfreund Kevin unbedingt ans Meer bringen wollen, der noch nie am Meer war. Und weil sie sagen, und ihre Eltern haben alle keine Zeit und nehmen sich diese Zeit auch nicht, man muss solche Dinge jetzt machen, denn man weiß nie, was morgen kommt. Und man sieht es ja, ich nehme dieses Video auf, in Zeiten der Corona-Krise, da hätten die vier schon wieder gar nicht groß zum Meer gehen können, zumindest nur mit 2 Meter Abstand zueinander. Und schon gar nicht hätten sie bei irgendwelchen Leuten zum Beispiel trampen können, was sowieso nicht ungefährlich ist, worum es in diesem Buch auch geht. Den Ausschnitt, den ich lesen möchte, da geht es allerdings darum, dass sie im Wald übernachten und sie stellen sich sehr gut dabei an. Sie schaffen es, ein Lager zu bauen, sie schaffen es, ein Feuer zu machen, sie schaffen es, Wasser aus einem Waldbach zu trinken, ohne dabei gefährliche Bakterien aufzunehmen. Wie sie das schaffen, könnt ihr selber nachlesen. Und nun wird es dunkel und sie haben Lust, mal zu gucken, weil es wirklich stockfinster ist, wie es ein Stück weiter in den Wald hinein aussieht, also abseits ihres Lagerfeuers. So mitten in der Nacht hat man ja sonst noch nie erlebt. Wir gehen ein paar Meter und mit einem Mal ist es finster. Ohne Vorwarnung. Ich habe noch nie so eine Dunkelheit erlebt. Wir sehen die Hände von den eigenen Augen nicht mehr. Und das Lagerfeuer auch nicht. Und das ist tatsächlich erstaunlich. Ich habe das natürlich alles selbst ausprobiert. Es ist nachts im Wald wirklich derartig dunkel, ja? Wenn ihr in einem richtigen Wald seid und nicht in einem, wo nach 10 Metern schon wieder eine Straße kommt mit Laternen, dass du selbst das Feuer relativ schnell nicht mehr siehst. Bina, mach dein Feuerzeug an, flüstert Sharif. Das liegt in unserem Lager, sagt Bina. Ich werde wahnsinnig, sagt Sharif. Bina sagt, wir müssen jetzt ganz ruhig bleiben. Aber man merkt, dass sie auch nicht ruhig ist. An meinem Ohr kitzelt es. Ein Insekt. Ich wische es weg. Jetzt kitzelt es an meinem Mundwinkel. Der Wolf wird uns fressen, sagt Sharif. Bina fährt ihn an. Jetzt hör doch mal mit dem Wolf auf. Saubere Gedanken. Das ist so ein bisschen so ein, wie man sagt, Running Gag in dem Buch, dass man keine negativen Gedanken haben soll. Kevin sagt, ich fasse es nicht, dass es so finster werden kann. Im echten Leben gibt es doch immer irgendwo Licht. Das hier ist eigentlich das echte Leben, sage ich, nicht die Stadt. Leute, hechelt Kevin, ist das normal, wenn man von selbst schneller atmet, obwohl man gar nicht will? Sharif sagt, scheiße, Kevin hyperperforiert. Bina sagt, er hyperventiliert, du Eierbär. Wenn er perforiert, würde er zerreißen, wie 2 Blätter Klopapier. Es ist jetzt wirklich Zufall, dass das hier steht mit dem Klopapier, wo diese Lesung für euch extra in Corona-Zeiten entsteht, um virtuell dabei zu sein. Aber es steht tatsächlich hier. So kriegen auch Worte durch die Geschichte der Menschheit immer mal wieder eine andere Bedeutung. Kevin japst immer schneller. So war das nicht gedacht. Wie sollen wir das später erklären? Wir wollten Kevin zum Meer bringen, doch am Ende landet er bewusstlos im Wald. Bina sagt, wenn wir das Feuer nicht sehen können, Sam, kannst du es dann vielleicht riechen? Denn Sam kann vieles. Sam kann zum Beispiel sehr gut sich Dinge merken. Also er geht in den Raum und er sagt dir danach 10 Minuten später alles, was da drin ist, und er kann sehr gut riechen. Und in der Tat, er riecht so diesen spezifischen, diesen würzigen Geruch, den so ein Feuer auch hat. Und dann finden die das Feuer wieder. Jede Figur in dem Buch hat Spezialfähigkeiten. Naja, das Feuer geht irgendwann aus natürlich und sie kriechen in ihr selbstgemachtes Lager. Und da ist so eine Plane, die sie so schräg von einem Baumstamm zum Boden hin, zu einem liegenden Baumstamm gespannt haben. Sie schmiegen sich eng aneinander, Körperwärme. Kevin sagt ins stille Schwarz, sagt man deswegen stockfinster? Weil man hier nur so weit sehen kann, wie ein Stock lang ist? Schlaft jetzt, sagt Bina. Unsere Hände berühren sich an den Rückseiten. Ich spüre die Wärme ihres Körpers neben meinem. Ihr Atem riecht wunderbar. Nach Sandelholz, Vanille und Glücklichsein. An der Plane schlägt immer wieder ein Flugtier an. Plupp, plupp, plupp.
Das muss eine riesige Motte sein. Bina greift nach meiner Hand. Jetzt wandert mein Herz in die Kehle. Kevin kreischt. Hier krabbelt was. Es kriecht mir ins Ohr. Bina zieht ihre Hand aus meiner. Warte, ich leuchte mal mit dem Feuerzeug. Und jetzt kreischen wir alle. Das Licht ist nur ganz kurz an. Aber es erhellt das Grauen. Hunderte von Insekten krabbeln unter der Plane. Direkt über uns. Ohrenkrabbler, Käfer, vor allem Weberknechte, diese Spinnentiere mit den winzigen Körpern und den langen Beinen. Sie verheddern sich ineinander, hängen herunter. Dazwischen stößt sich die Motte den Kopf an der Plane. Bina macht das Feuerzeug wieder aus. Nun atmen wir alle wie Kevin vorhin. Oh, scheiße, 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 flüstert Sharif. Wir müssen bewusstlos werden, sagt Kevin. Das ist die einzige Lösung. Sie überstehen die Nacht, auch wenn Sam den Eindruck hat, der Wolf hat an seiner Nase geschnüffelt. Ob es tatsächlich ein Wolf war, ist fraglich. Aber wenn man nicht hinguckt, ne, kann es vieles sein. Sie brauchen nun am nächsten Tag dringend Geld. Na, sie haben nichts mehr. Und sie müssen immer noch ein Stück ans Meer. Und sie denken, das kann ja nicht so schwer sein, irgendwo mal schnell ein bisschen Geld zu verdienen. Und zwar denken sie sich, die Erwachsenen, ja, die können doch mal schnell so einen Job vergeben für eine Stunde. Und sie laufen jetzt durch so ein Dorf. Wir halten Ausschau danach, wo Rasen wächst, der schon seit Wochen nicht gemäht worden ist, wo Unkraut aus jeder Ritze sprießt, wo die Fenster dreckig sind oder die Autos. Denn es ist ja so, Erwachsene kommen zu nichts, so sagt das immer mein Vater. Sie sehen schon, dass etwas gemacht werden müsste, aber sie haben viel zu viel anderes zu erledigen. Meine Eltern hätten zum Beispiel schon vor 14 Tagen im Laden, also die Eltern von Sam haben so ein etwas größeres Geschäft für Heimwerkerbedarf, kein Baumarkt, ein kleines, nachforschen können, wieso es hinten im Laden so stinkt. Sie machen es aber erst jetzt, wo es keiner mehr überriechen kann, falls man das so sagt. Wenn man etwas nicht sieht, sagt man ja übersehen, also kann man vielleicht auch etwas überriechen. Weil Erwachsene also zu nichts kommen, haben wir uns einen Spruch ausgedacht. Mit dem bieten wir unsere bezahlten Dienste an. Er geht so. Wir sind gekommen, weil sie nicht dazu kommen. Ich finde den Spruch großartig. Und überall ist unerledigte Arbeit, aber trotzdem werden wir an jeder Tür abgewiesen. Ein Mann mit Armen, die breiter sind als meine Beine, sagt, ich kenne euch doch gar nicht. Wer weiß, vielleicht wollt ihr mich ausrauben. Das ist so drei 13-Jährige, so ein The Rock ausrauben. Eine Frau mit der Frisur einer Ministerin meint, nein. Ich beschäftige niemanden schwarz. Vater Staat braucht unsere Hilfe mit den Steuern. Und ein Mann mit wild wuschigen Augenbrauen sagt, um Himmels Willen, das wäre ja Kinderarbeit. Da regen sie sich besonders auf, weil Kinderarbeit ist ja schlimm, wenn Kinder zur Arbeit gezwungen werden. Aber die wollen ja. Hä? Der Mann, der Angst vor Kinderarbeit hat, hat seinen ganzen Vorgarten mit Steinen ausgelegt. Nur zwei schmale Bäumchen ragen heraus. Jetzt kommt das letzte Wortspiel für heute. Sharif flucht. Der will uns nicht bezahlen, hat aber jede Menge Schotter. Silvia Witt, Oliver Uschmann, mehr geht nicht. Ich grüße euch, habt einen schönen Tag und ja, nutzt die Zeit zum Lesen. Ciao.